Doch, ernsthaft. Na, hier brauche ich mit einem Fallschirm. Um auf die andere Seite zu kommen. Auf der anderen Seite muss ich dann mich dann in einen Dilophosaurus verwandeln. Stellt euch einfach vor, ein Dillo zieht einen Fallschirm an. Das ist bestimmt lustig. Lustig, lustig, tralalala. Los, großer Bruder, versuchen wir es nochmal. Die Sprungplattform jetzt weg oder wie? Weil ich da runtergefallen bin. Ernsthaft? Hallo? Ich glaube, das Spiel hasst mich. Aber ohne komme ich nicht weiter. Kannst ja mal ins Wasser springen, vielleicht. Spawnt das? Nö, ist weg. Gut, ich kann mich auch einfach so hochschleichen. Ich wollte schon sagen, habe ich mich jetzt gesoftlockt. Das wäre weniger schön. Hm, komm schon rüber. Und auf der anderen Seite noch Sturz? Nö. Jurassic World! Gut, dass das da dran steht. Ich wollte schon sagen, liegt da jetzt einfach so auf der Straße ein goldener Stein. Ah. Brauchen wir jemanden mit der Zange? Der Niki? Was stehst du hier einfach so rum? Bestellt und nicht abgeholt. Ach so, du warst einfach nur der Köder. Von 12. Okay, verprügeln wir 12 Dinosaurier. Kriege ich jetzt irgendwas, den goldenen Stein? Yay, weil ich Dinos verprügelt habe. Komm direkt den nächsten goldenen Stein holen. Lächeln! Alles klar. Wow. Was ist das? 34%. Nein, müssen wir dort hoch oder auf die andere Seite? Dort hoch müssen wir. Dort hoch. Dort hoch. Das ist ein langer Weg wieder zurück. Ein langer Weg. Na, Skelettschlüssel.
glaube, das hatte ich noch nicht erzählt. Dilphosaurus läuft auf zwei muskulösen Beinen, kann relativ schnell rennen und hinterlässt vogelartige Fußabdrücke. Manche der versteinerten Fußabdrücke sind nur Abdrücke von der Spitze seiner Krallen. Wieso kriegen wir jetzt Infos? Sicher jemanden, um uns zu suchen. Über den Dillo? Wir warten hier. Begegnen wir jetzt einen? Er wird uns finden. Wird er nicht. Lass das. Ach, der, hier haben wir über den Hybrid gesprochen. Komm schon. Ah, so eine Fackel sein an deinem Gürtel. E-Stock? Alles klar. Parkhaus. Oh, der sieht krank aus. Ist das das Level, wo wir... Ja, sieht so aus. Wo wir was über diese Rohre lernen. Die Rohre. Chomsognathus. Ja. Könnten wir Regale da oben durchsuchen? Kannst du mir da hochhelfen? Ach komm, jetzt sei doch nicht so. Nur weil er ein gefährlicher Fleischfresser ist. Das ist rassistisch. Bevor ich dir da hochhelfe, machen wir erstmal alles andere, okay? Erstmal alles andere. Und alles andere bedeutet Dinge zerstören. Zerstörung. Zerstörung. Na gut, das Regal da oben können wir nicht zerstören. Es sei denn, ich komme mit einem größeren Lego-Charakter wieder zurück. Ein Brachiosaurus. Will der überhaupt hier reinpassen? Mit seinem langen Hals? Keine Ahnung, müssen wir mal ausprobieren. Komm, hier hinter versteckt sich doch bestimmt ein Blauer. Nicht? Doch. Fiese Fieslinge. Das Spiel macht jetzt überhaupt nichts mehr Offensichtliches. Außer, dass in der Verfolgungsjagd mal wieder ein Bernstein verpasst wurde. Nee. Aber es ist auch schwer, in solchen Kamerawinkeln alles zu treffen. Da muss man schon wissen, wo was liegt. Dann kannst du sicherlich nichts anfangen, ne? Kann dein kleiner Bruder was anfangen? Nö. Nimm den Besen und wisch ein bisschen durch. Büsche. Wisch ein bisschen durch. Wieso lalle ich, jo? Keine Ahnung. Hab wenig geschlafen. Ist von daher. Keine Sorge, ich regle das. Ah, ich habe doch jetzt eine Fackel. Fackel, Fackel. Hallo Fledermäuse, ich habe die geheime Betthöhle gefunden. Ja. Selbst auf der Insel, wo der Jurassic Park steht, hat Bruce damals eine Höhle gebaut. Er hat überall eine gebaut. Irgendwie kommt der Strom da nicht rüber. Rippt Strom. Schon sagen. Benutzen wir jetzt die Knochen als Stromleiter? Können Knochen überhaupt Strom leiten? Unerwartet.
Man soll aber Dinosaurier mich nicht mit Eis füttern. Ich glaube, ihm schmeckt's. Nee. Ich sehe einen Schokoriegel auf dem anderen Regal. Ich kann das ist wirklich Schokolade? Man füttert Tiere nicht mit Schokolade. Warte eine Sekunde. Das ist toxisch. Geschafft. Ich glaube, ihm geht schon besser, Zack. Ich habe Fleisch gefunden. Hm. Ich frage mich, wie frisch das ist. Ist egal. Hauptsache. Ernsthaft Spiel. Ich hoffe, das reicht. Hat es. Er sieht schon viel munterer aus. Ha! Ah, wir sind jetzt Freunde. Jetzt folgt er uns. Ist doch schön. Komm so, Knatus freigeschaltet. Ich nenne dich auch weiterhin Kompi. Ich muss gar nicht irgendwas drücken. Sieht so witzig aus, wie er die Wand entlang läuft. Hat was davon, wie wenn ein Hamster durch so Röhre kriecht. Weißt du, ein Kompi kann man dann als Hamster halten? Ein T-Rex oder sogar Velociraptor ist dann ein Wachhund? Kann sein. Das könnte man noch so benutzen. Na los, rüber mit dir, Gray. Check, du wolltest doch ein Brachiosaurus als Rutsche benutzen. Zumindest nicht ohne den Motor und das Vorderrad. Benzin braucht es sicher auch. Naja, eigentlich wollte das der Antagonist aus dem zweiten Film den Brachiosaurus als Rutsche benutzen. Ich wollte nur Littlefoots Hals hochklettern. Check, im Grunde ist das doch dasselbe, also von daher. Im Grunde aber auch nichts. Doch. Blätter noch davor sind, oder wie? So, darf ich jetzt? Ach, Benzin. Und eine brennende Fackel in der Hand. Keine tolle Kombination. Sprit, check. Was jetzt? Nicht zu Hause nachmachen, Kinder, okay? Das ist lebensgefährlich. Benzin ist sehr, sehr, sehr leicht entflammbar. Und Feuer kann sehr schnell außer Kontrolle geraten und Waldbrände verursachen. Nicht nur Waldbrände, Chicken. Auch andere Großbrände. Boing. Ach, Feuerlöscher getroffen. Kann ich dich auch? Nö. Du bist zu weit oben. Merk schon. Jurassic Park, sogar noch das alte Logo. Ja, im Grunde sind wir auf der Insel, wo damals der erste Park war. Im ersten Film. Haben die nur recycelt. Herunterbekommen. Vielleicht kann uns der Kompi noch mal helfen. Klar doch. Ich könnte ihn danach werfen. Wie unhöflich! Er ist doch jetzt unser Freund. Wir haben ihn gesund gepflegt. Was zu essen gegeben. Denn so schließt man Freundschaften. Wir stecken jemanden Essen in den Mund. Während er wehrlos am Boden liegt.
Dabei ist es egal, unter welchen Umständen hilflos am Boden das Zielobjekt liegt. Musst du nur aufpassen, dass während du einen Dino zähmst, dann nicht plötzlich ein anderer Dino von dir angekrochen kommt und darauf boxt. Bis er dann stirbt. Schmetterling. Muss ich jetzt das Tor aufmachen, oder wie? Das Tor aufmachen. Können die beiden Kiddies überhaupt Auto fahren? Oh, ich glaube, das ist das geringste Problem, Chicken. Ich rieche eine weitere Verfolgungsjagd. Das ist eher das Problem. Zerstör das Auto! Friss es! Er will es nicht fressen. Ist ja auch nicht gerade nahrhaft, so ein Auto. Ich könnte mir sogar was abschießen, wenn wir jemanden zum Abschießen hätten. Also jemanden, der was abschießen kann. Nicht jemand, der abgeschossen wird. Das wäre ein bisschen seltsam. Und dann würde ich sagen, öffnen wir mal das Tor. Auch wenn wir das Auto noch nicht repariert haben, aber hey. Was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht brauchen wir auch irgendwas von draußen. Also von daher keine schlechte Idee, schon mal neue Wege zu öffnen. Boing. So, ich stutze die Spawnen. Kommst du alleine wieder runter, oder, Kompi? Nein? Ich rate, es bedarf deines Bruders, das Ding einzusetzen? Oder muss der Kompi das einsetzen? Weil er hat Automechanik studiert. Er hat sogar einen Meistertitel in Kfz-Mechanik. Dann muss ich da erstmal irgendwas mit dieser Steuerung machen. Das letzte Icon. Oben. Ah. Ich bin gerade unsicher. Hey! Verräter! Oh, Chicken, dein Kompi ist doch jetzt eher der Verräter, weil er auf unserer Seite ist. Sorry! Wenigstens kann der mich nicht angreifen. Wenn ich gerade was baue. Ist auch ziemlich asozial. Ist irgendjemand von euch ein Abenteurer? Ist kein Abenteurer?
Du bist auch kein Abenteurer. Möchte ich immer den in den Kack kaufen? Nein. Wie war dein Name nochmal? Gray. Ich dachte, du wärst voll der Dino-Experte. Dann wirst du das doch bestimmt mögen, in den Kack kaufen zu jumpen.